Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier. Sie gehören zum Erscheinungsbild der Heder im stadtnahen Bereich, die Stockenten. Und auch die beiden Schwanenfamilien kommen aus dem Naturschutzgebiet Sülzeuth, ihrem Brut- und Lebensareal, bis in die Höhe von Gradierwerk und Wasserrad. All diese Wasservögel finden in diesem Flussabschnitt neben dem artgerechten Futter auch Brot, Brötchen und andere Nahrungsreste, die ihnen von wohlmeinenden Zeitgenossen zugeworfen werden und oft ungenutzt den Bach hinuntergehen. Gerade damit werden nur die Wanderratten stark gemacht, die durch das Überangebot angelockt werden. Die Stadt hat vor Monaten diese leider viel zu kleinen Hinweistafeln aufgestellt, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Gleichzeitig werden die Ratten über und unter Tage bekämpft. In den gut gesicherten Boxen legen Mitarbeiter des Bauhofes spezielle Giftköder gegen das vermehrte Auftreten von Ratten aus. Allein das Curatin schlägt im Haushalt der Stadt jährlich mit 2000 Euro zu Buche. Auch unter Tage ist die Rattenbekämpfung notwendig. Über die Kontrollschächte der Abwasserkanäle werden die Giftköder dann positioniert. Im weit verzweigten Kanalnetz ist das Material- und personalaufwendig. Doch abgesehen davon berühren die Ratten den Giftköder oft nicht einmal mehr, wie unsere Aufnahmen zeigen. So sind die Mittel immer wieder gegen neue Giftköder auszutauschen. Brot, Brötchen und andere Lebensmittel sind kein Entenfutter. Sie sind sozusagen Fastfood für die Ratten und beschleunigen deren Population. Das kann auch der wohlmeinendste Entenliebhaber doch nicht wollen. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Briel und Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe.